Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Regionalligaspiel Rot-Weiß Essen gegen Fortuna Köln. Endergebnis, wie alle gesehen haben, 0:1 durch das Tor von Kialka für Fortuna. Wir hatten bei uns im Stadion 8014 Zuschauer und wir haben hier zwei Trainer, nämlich Uwe Kuschinert und Waldemar Vogel, die ich herzlich begrüße. Bevor wir den Trainern aber das Wort geben, haben wir auch noch Endergebnisse von den anderen Spielen, Nachholspielen, die heute gewesen sind, nämlich MSV Duisburg gegen Schalke 0:6. 1. FC Köln gegen SC Verl 1:3 und Viktoria Köln gegen SC Wiedenbrück 0:1. Ja, dann darf ich gleich Herrn Kuschinert bitten, seinen Kommentar zum Spiel abzugeben. Ja, schönen guten Abend, vielen Dank. Ja, jeder kann sich vorstellen, dass ich sehr, sehr froh bin über diesen Sieg, denn dass das hier in Essen sehr, sehr schwierig ist. Das zeigt ja allein die hervorragende Heimstatistik. Ich denke, die Vorzeichen waren auch relativ klar. Die Rot-Weißen haben durch drei absolut überzeugende Siege jetzt zu uns aufgeschlossen und wären heute mit dem Sieg an uns vorbeigezogen. Insofern galt es da logischerweise, ja, das, was wir gegen den 1. FC Köln liegen gelassen haben, heute uns wiederzuholen. Und das ist uns gelungen. Ich glaube, in der Anfangsphase kann man von einer sehr dominanten Art sprechen, wie wir hier aufgetreten sind. Wir haben versucht, möglichst früh Rot-Weiß Essen zu attackieren, bei diesen Platzverhältnissen eben den Gegner zu zwingen, zu Fehlern zu zwingen, mit möglichst kurzen Wegen zum gegnerischen Tor. Das ist uns ganz gut gelungen. Mit dem 0:1 haben wir eigentlich dann so ein Stück weit den Zugriff verloren. Rot-Weiß Essen hat sich eine ganz ordentliche Zahl an Möglichkeiten herausgearbeitet. Und da wäre mit Sicherheit der Ausgleich auch mehr als möglich gewesen. In dieser Phase ist es uns nicht gelungen, ausreichend Ballbesitz zu haben und dann auch tatsächlich mit einer Ausnahme, als der Kialka durchgestartet ist, auch tatsächlich Konter zu Ende zu fahren. Dass der Druck hier wahnsinnig groß wird, das ist klar. Dass uns relativ viele Standardsituationen um die Ohren fliegen, war auch klar. Aber mit ein bisschen Glück haben wir das überstanden. Ich glaube, in der zweiten Halbzeit war es dann so, dass es insgesamt ein recht zerfahrenes Spiel war, was uns natürlich absolut in die Karten gespielt hat. Es gab so die ein oder andere kleine Möglichkeit, aber insgesamt muss ich sagen, dass wir das doch ganz gut verteidigt haben. Wenn ich irgendwo noch in den Krümeln suchen möchte oder etwas Negatives finden möchte, mit Sicherheit die Tatsache, dass wir es bei eigenem Ballbesitz nicht so verstanden haben, da tatsächlich Ruhe ins Spiel reinzubringen. Auf der anderen Seite hat die Mannschaft sehr, sehr gut organisiert gespielt. Und wir haben sowohl das Mittel des Flügelspiels der Essener als auch nachher das Spiel über lange Bälle, über zweite Bälle relativ gut unterbunden. Und deswegen denke ich, dass wir zwar das ein oder andere Mal ein bisschen Glück hatten, aber dass wir insgesamt von einem nicht völlig unverdienten Sieg hier sprechen können. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Schritt für die nächsten Wochen, denn jetzt geht es ja Schlag auf Schlag. Und da ist es immer ganz gut, wenn man auf so eine positive Welle springt. Deswegen bin ich heute hochzufrieden. Danke. Vielen Dank, Herr Kuschinert, und ich leite gleich weiter zu Waldemar Vogel. Ja, von meiner Seite guten Abend. Zunächst mal Glückwunsch an Fortuna Köln. Ich denke, einige Sachen kann ich unterstreichen, die der Kollege gerade mitgeteilt hat. Ich denke, wir haben das Spiel in den ersten 20 Minuten verloren, weil das eigentlich eingetreten ist, was wir auch prognostiziert haben, dass der Gegner uns hochpressen wird, dass er uns anlaufen wird, dass er uns auch brutal anlaufen wird, sehr massiv auch mit dementsprechendem Körperkontakt. Da haben wir zugeguckt, da haben wir letztendlich das zugelassen und waren mit einer gewissen Feigheit in diesen 20 Minuten in den Zweikämpfen, was dazu geführt hat, dass der Gegner uns in diesen ersten 15, 20 Minuten oder fast mit uns Katz und Maus gespielt hat. Das Tor ist symptomatisch, wir haben Überzahl am Flügel, wir haben auch eine Überzahl im Zentrum gegen Jalka, aber er hat natürlich auch eine gewisse Qualität, das Tor macht er gut, von daher geht es dann mit 1:0 in die Halbzeit. Nach dem Tor sehe ich das genauso wie der Kollege, da waren wir dran, wir haben einen Lattenschuss. Wir waren dann auch auf gleicher Höhe. Insgesamt in der zweiten Halbzeit war ein Spiel, denke ich, wo wir zwar mehr Ballbesitz haben, aber auch so richtig zwingend keine Aktion hatten. Dennoch gab es diese Aktion, die wir dann final aber auch nicht verdient bzw. nicht auch vollzogen haben. Unterm Strich haben wir in der Phase eben nicht diesen Zug zum Tor gehabt, nicht die Qualität im Aufbauspiel gehabt, wie in den vergangenen drei Wochen. Aber wir haben auch gesagt, heute müssen wir es unter Beweis stellen, ob eben die Siege gegen die vermeintlichen Kleinen auch heute von uns bestätigt werden. Das haben wir nicht gemacht. Das haben wir heute eben nicht hinbekommen. Und von daher haben wir letztendlich dieses Spiel, wie ich finde, unglücklich verloren.
denke, wenn man das 90 Minuten komplett sieht, wäre durch eine Punkteteilung gerecht gewesen. Aber hätte, wenn und aber, das spielt keine Rolle. Von daher müssen wir mit diesem 0-1 leben. Wir werden damit leben und haben die Möglichkeit, am Samstag gegen Krai alles wieder gut zu machen. Wobei das eigentlich nicht geht. Danke.